Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.johlenmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zu einem neuen Quartal, auf das ich mich persönlich ganz besonders gefreut habe. Wir haben in den nächsten 3 Monaten die außergewöhnliche Gelegenheit, eines der großartigsten Bücher in der Bibel überhaupt zu studieren. Ein Buch, von dem wir gute Gründe haben anzunehmen, dass es möglicherweise das Lieblingsbuch von Jesus Christus selbst gewesen ist. Immer seit ich vor über 7 Jahren zum ersten Mal mich intensiv mit dem Buch 5. Mose beschäftigt habe, bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass dieses Buch von allergrößter Bedeutung für uns in dieser letzten Zeit ist. Und wir werden heute im Laufe dieser Betrachtung auch einige der Gründe noch einmal genauer anschauen. Und ich möchte gleich von Beginn jeden Einzelnen von uns ermutigen, auffordern, ja wirklich von ganzem Herzen das nahelegen, dass wir die kommenden 3 Monate dazu benutzen, dieses Buch ausführlich anzuschauen. Über das, was wir vielleicht gewöhnlicherweise mit dem Sabbatschulheft anstellen, uns Zeit zu nehmen, 5. Mose genau zu lesen, dass der Heilige Geist uns unterrichten kann, dass wir uns Zeit nehmen, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel uns anzuschauen, die einzelnen Abschnitte genau zu durchdenken, vielleicht das wirklich so zu studieren, dass man sich Dinge aufschreibt, Gedanken macht. Und ich glaube, aus eigener Erfahrung sagen zu können, dass das ein unfassbarer Segen ist. Und ich kann euch versprechen, jedem, der das tut, der diese Zeit sich nehmen wird und sagen wird, dieses Buch 5. Mose ist jetzt dran und ich will mir Zeit nehmen, es zu studieren, ich will mir Zeit nehmen, da reinzuschauen und zu verstehen, was auch Jesus an diesem Buch so unglaublich toll gefunden hat. Jeder, der diese Zeit investiert, wird merken, dass eine enorme Erweckung und Reformation sein eigenes Leben durchdringen wird und eine Begeisterung bekommen wird wieder für Jesus, für die Mission unserer Gemeinde und für das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Und so möchte ich uns alle einladen, diese Gelegenheit zu nutzen. Es wird sicherlich viele Materialien geben, viele Möglichkeiten, neben dem Sabbatschulheft verschiedene Sabbatschul-Videos, wie zum Beispiel hier diese Christ Study Hour. Wir haben auch die Serie Höre Israel, wo wir durch jedes Kapitel Vers für Vers hindurchgehen. Aber mir ist es ganz wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass wir nicht einfach nur ein paar Programme bereitstellen wollen, die man sich dann anschaut, sondern dass das Eigentliche, worum es wirklich geht, die eigentliche Erweckung, dann geschieht, wenn du, lieber Freund, liebe Freundin, dich hinsetzt am frühen Morgen oder wenn es sein muss, auch am späten Abend und Gott bittest, dich zu lehren und er durch sein Wort zu dir sprechen kann, wenn du einfach Vers für Vers, Gedanke für Gedanke, Satz für Satz versuchst zu verstehen, was 5. Mose sagen will, wenn du dir Dinge aufschreibst und dann auch anderen weitergibst, dann wird Gott dein Herz berühren. Und das wünsche ich mir so sehr, dass möglichst viele von uns diese Erfahrung machen. Und ich lade euch ein, wie schön wäre es, wenn eine echte Bewegung entsteht, die dieses Buch in diesen kommenden Wochen zum Zentrum des Denkens macht, sodass eine Erweckung und Reformation entsteht, wie sie schon öfter in der Geschichte des Volkes Gottes entstanden ist, wenn das Buch 5. Mose im Zentrum stand. Heute wollen wir uns in diesem ersten Thema, mit dem wir uns vorbereiten wollen auf das Bibelgespräch am 2. Oktober, zunächst einmal einleitend ein paar Gedanken machen über das Buch 5. Mose in dem Sinne, dass wir die Bibelverse ansprechen werden, die in dem Lektionsheft angeführt sind, wo so ein bisschen die gesamte Vorgeschichte der Heilsgeschichte kurz skizziert ist. Und dann werde ich im zweiten Teil aber, wie schon gesagt, einige der Hauptgründe noch einmal anführen und genauer anschauen, warum dieses Buch 5. Mose für unsere Zeit so gewaltig und so großartig ist und so eine große Bedeutung hat. Nicht umsonst wollen wir auch in diesem Quartal uns mit gegenwärtiger Wahrheit in 5. Mose beschäftigen und das wird uns ganz, ganz viel geben, wenn wir uns darauf einlassen und uns helfen, für die Endzeit vorbereitet zu sein und ja, das Kommen Jesu zu beschleunigen, indem wir nämlich genau das tun, was Gott sich eigentlich wünscht, was er hier in 5. Mose hat niederschreiben lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel,
Danke, dass wir uns jetzt dem Buch 5. Mose zuwenden können und dass wir uns eine besondere Zeit nehmen in den nächsten Wochen und Monaten, um dieses so faszinierende Buch besser zu verstehen. Und Herr, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass jeder, der jetzt zuschaut und zuhört, in den nächsten Wochen eine persönliche Erfahrung mit diesem Buch macht. Aber nicht nur mit diesem Buch, sondern mit dem Gott, der durch dieses Buch zu jedem Einzelnen von uns spricht. Herr, wir werden sehen, dass dieses Buch große Auswirkungen gehabt hat in der Heilsgeschichte. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne von uns nach diesen Wochen versteht, dass es auch eine besondere Auswirkung auf sein geistliches Leben haben wird. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch unser Studium segnest, dass du uns hilfst, die Wahrheiten zu verstehen, die du in dein Wort hineingelegt hast, dass wir etwas verstehen von dem Gewicht, das dieses Buch hat und von der Botschaft, die dieses Buch mit sich bringt, das davon in unser Herz hineindringt und dass du durch dieses Buch zu uns sprechen kannst. Herr, wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen erfüllt und dass dein Wort nach deiner Verheißung nicht mehr zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Denn du hast ja gesagt, dass dieses Wort kein leeres Wort ist, sondern unser Leben. Und darauf wollen wir uns berufen und danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Im ersten Band des Bible Commentary auf Seite 1117 können wir lesen, das Buch 5. Mose sollte von denen, die heute auf der Erde leben, sorgfältig studiert werden. Und das wollen wir tun. In dieser CSA und in allen anderen Formaten und in allen anderen Möglichkeiten, die sich in den nächsten Wochen ergeben werden, sich diesem Buch etwas zu nähern. In Jeremia 32 finden wir eine der unglaublich schönsten Aussagen, die Gott jemals in der Bibel gemacht hat. Jeremia 32 und dort ab Vers 37 finden wir heraus, was Gottes größter Wunsch für dich und für mich und für sein ganzes Volk ist. Dort heißt es in Jeremia 32 ab Vers 37, siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und Grimm und in meiner großen Entrüstung verstoßen habe. Und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Und ich werde sie einpflanzen in dieses Land, in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Hier sehen wir, was Gott sich wünscht von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass er das Volk, das auch zerstreut ist aufgrund von Sünde und Rebellion, wieder sammeln kann, dass er einen Bund mit ihnen schließen kann, den Bund bestätigen kann, dass er die Furcht vor ihm in unser Herz hineinlegen kann, dass er uns wohltun möchte, dass uns das Beste geschieht und dass wir bei ihm bleiben und nicht mehr von ihm abweichen. Interessanterweise basiert diese so wunderschöne Verheißung, die wir für uns heute in Anspruch nehmen dürfen durch Jesus Christus, auf einem Abschnitt in 5. Mose. In 5. Mose 30, und ich möchte hier ganz bewusst einmal diesen Abschnitt einfach auf uns wirken lassen, weil er für mein Dafürhalten eine der absolut schönsten Passagen in der gesamten Bibel ist. In 5. Mose 30 und dort Vers 1, hier sind einige Verse drin, die man auf jeden Fall niemals vergessen sollte. In Vers 1, ab Vers 1 heißt es in 5. Mose 30, es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, da geht es um Kapitel 28, die ich dir vorgelegt habe und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr dein Gott verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn deinem Gott und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Übrigens wird das dann auch in Jeremia 29 in den berühmten Versen 11 bis 14 aufgegriffen. So wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr dein Gott zerstreut hat. Da sehen wir das, was dann in Jeremia 32 aufgegriffen wird. Und dann kommt ein Vers, der ist so wertvoll, dass man sich ihn am besten aufschreiben sollte, irgendwo, wo man ihn immer wieder sehen kann, hinschreiben sollte. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wirst, mit anderen Worten, wenn du so weit weg von Gott bist, es geht gar nicht weiter.
so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich dort von dort holen. Lieber Freund, liebe Freundin, du kannst nicht zu weit von Gott entfernt sein. Wann immer du den Wunsch hast, zu Gott zurückzukehren, er ist in der Lage, dich zurückzuholen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Wenn Gott wiederherstellt, dann bringt es nicht nur zu dem normalen Null, wie es am Anfang gewesen ist. Nein, er gibt noch mehr als je zuvor. Nach der Erlösung sind wir näher mit Gott verbunden, als wir es vor dem Sündenfall als Menschheit gewesen sind. Wenn Gott wiederherstellt, dann nicht nur halb oder drei Viertel, sondern über das hinaus, was schon vor dem Problem existiert hat. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. In der Bibel steht immer wieder, dass wir unser Herz beschneiden sollen. Aber hier wird deutlich, dass wir unser Herz dadurch beschneiden, indem wir Gott erlauben, unser Herz, unsere Gedanken beschneiden zu lassen. Dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Auch das ist ja eine ganz große Aussage aus 5. Mose, über die wir noch sprechen werden. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben in allem Werk deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, zu deinem Besten. Denn der Herr wird sich wiederum über dich freuen, zu deinem Besten, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Wenn wir die Erlösung annehmen, die Wiederherstellung, die Gott uns anbietet, indem er unser Herz beschneiden möchte, dann werden wir durch die Umkehr, die er schenkt, in die Lage versetzt, durch seine Gnade, durch seinen Geist die Gebote Gottes zu halten. Und er wird uns segnen über alle Maßen zu unserem Besten. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und seine Gebote und seine Satzung befolgst, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen, in dem Buch 5. Mose. Und natürlich auch in all dem, was vorher Mose geschrieben hat. Wenn du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehrst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, wieder erinnern wir uns an Jeremia 29, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Mit anderen Worten, es ist nicht zu kompliziert, nicht zu weit weg. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen lassen. Und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Manchmal haben Menschen den Eindruck, das Evangelium ist so weit weg, die Verheißungen Gottes sind irgendwo nicht in Reichweite. Die haben den Eindruck, dass es alles zu kompliziert ist. Aber hier sagt Gott das, was für dich wichtig ist, was du brauchst, um das glücklichste Leben zu leben, das vorstellbar ist. Wisse, alles, was du brauchst, ist in Reichweite. Es ist ganz nahe. Nämlich wo? Vers 14. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Mit anderen Worten, das, was du gerade liest, das, was du gerade, über was du gerade nachdenkst, diese Verse von 5. Mose 30, die haben die Kraft, es zu tun. Denn dort ist das Evangelium verborgen. Dort ist die Kraft Gottes enthalten. Dort schreibt Gott, was er wirklich denkt, was er wirklich möchte, was sein großes Ziel für dich und für mich ist. Gott liebt uns von ganzem Herzen, von ganzer Seele, wie wir es in Jeremia 32 gesehen haben. Und deswegen ist sein großer Wunsch, dass wir ihn zurücklieben. In 5. Mose 6, Vers 4 und 5 finden wir diese berühmten Worte: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel im Alten Testament: Schema Israel. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Wir haben gesehen, Gottes größter Wunsch ist, uns das Beste zu geben. Von seinem ganzen Herzen, von seiner ganzen Seele will er uns sammeln, will er uns wiederherstellen, will er uns die Furcht vor ihm in unser Herz geben. Er will unser Herz beschneiden. Er will uns das Beste geben, was er nur kann. Und was ist sein Wunsch? Sein Wunsch ist, dass wir ihn ebenfalls lieben. Das größte Gebot, das er geben kann, ist: Lieb mich. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Bruder, liebe Schwester, wollen wir uns vornehmen als die allerwichtigste Aufgabe, wenn wir 5. Mose studieren, darüber nachzudenken, wie sehr wir Gott lieb haben. Ob wir ihn wirklich so lieben, wie es hier steht. Und dass wir unseren Blick so auf Jesus richten und so auf das Buch 5. Mose, dass je mehr wir ihn betrachten, desto mehr wir ihn lieben. Dass wir ihn so sehr lieben, dass all das, was hier steht, in unserem Leben Realität wird. Ist es nicht dein Wunsch? Es ist mein Wunsch von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn Gott ist
Liebe. Das sagt die Bibel in 1. Johannes 4, Vers 8 und auch in Vers 16. Gott ist die Liebe. Und wenn also hier 5. Mose 6 uns zeigt, was Gottes Wunsch ist, nämlich dass wir ihn lieben, dann sind wir sozusagen direkt hier im Herzen Gottes angekommen. Gott ist die Liebe und er gibt immer das Beste, nicht nur nach der Erlösung, auch vor der Erlösung. Er gibt immer das Beste. Wir sehen das in Hesekiel 28, als er demjenigen, von dem er im Vorhinein wusste, dass er sein größter Feind, der Satan werden würde, nämlich dem Luzifer, das Allerbeste gab, was nur vorstellbar war. In Hesekiel 28, ab Vers 12 lesen wir: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus, hinter dem sich hier der Luzifer verbirgt, und spricht zu ihm: So spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit in Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelstein warst du bedeckt, mit Sardes, Topaz, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold, deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den Feigensteinen. Gott gab alle Weisheit, die er nur geben konnte. Er gab alle Schönheit, die er nur geben konnte. Er gab ihm die besten Talente und er gab ihm die beste Position, die für ihn überhaupt nur vorstellbar war. Gott gab das Beste, was er nur konnte. Und das zeigt uns übrigens, lieber Freund, liebe Freundin, dass wenn Gott in der bereit ist, demjenigen, von dem er weiß, im Vorhinein, dass er sein größter Feind werden wird und sich niemals bekehren wird und verloren geht, dass er diesem bereit ist, das Beste zu geben, was er hat, können wir dann ernsthaft daran zweifeln, dass er mir und dir das Beste geben will, was für uns nur möglich ist. Wenn man einmal diesen Gedanken verstanden hat, dann weiß man, Gott gibt uns immer das Beste. Er will uns immer das Beste geben. Und es liegt an uns, das anzunehmen oder abzulehnen. Das ist die Freiheit, die jedes Wesen hat. Und wir lesen in Hesekiel 28, dass der Luzifer sich weigerte zu glauben, dass das das Beste ist. Und er stattdessen glaubte, es könnte noch etwas Besseres geben und er sich von Gott abwandte und sündigte. Das heißt in Vers 15, du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an bis Sünde in dir gefunden wurden. Diese Sünde wird ja anschaulich beschrieben in Jesaja 14, Vers 12 bis 14, wo beschrieben wird, dass dieser Luzifer anfing zu glauben, dass es etwas Besseres gäbe als das, was Gott ihm gibt. Und deswegen hatte er die Idee, dass er sich das selbst nehmen muss. In Jesaja 14 und dort Vers 12 bis 14 lesen wir: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation? Und doch hattest du dir in deinem Herzen, also in deinen Gedanken, vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Mit anderen Worten, er glaubte, da gibt es etwas Gutes, was Gott ihm nicht gibt, sodass also Gott nicht das Beste fühlen möchte und er deswegen sich selbst erhöhen möchte. Und diese Selbsterhöhung beschreibt die Bibel als Sünde. Er entschied sich gegen die Liebe und entschied sich für den Stolz und er wurde, aus Luzifer wurde er jetzt zu Satan, zu dem Feind. Und Offenbarung 12, Vers 7 berichtet von dem Ausbruch eines Kampfes, des großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Liebe und Egoismus. In Offenbarung 12, Vers 7 und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Gott gibt das Beste, was er hat. Nicht nur im Himmel, auch auf der Erde. In 1. Mose 1 und dort Vers 31, steht nicht im Sendemanuskript, aber fügen wir hier kurz ein, heißt es: Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gott schafft eine perfekte Welt für eine Menschheit, von der im Vorhinein weiß, dass sie abfallen wird, dass sie sündigen wird und von der im Vorhinein weiß, dass sogar die Mehrzahl von ihnen niemals gerettet werden. Und trotzdem gibt er das Beste, was er hat. In Vers 8 und 9 heißt es im Kapitel 2,
Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, ein Paradies im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Die Erde war schon perfekt, aber er brachte sozusagen den Himmel buchstäblich sozusagen auf oder symbolisch auf die Erde. Ein Garten, der das repräsentieren sollte, was im Himmel ist, dort, wo der Luzifer ja auch gewesen war. Vers 9, und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Wieder war es dem Menschen freigestellt, zu glauben, dass Gott das Beste für ihn will und ihm das Beste gibt und durch Glauben einfach Gott treu zu sein oder aber die eigene Freiheit zu missbrauchen und grundlos anzunehmen, dass es noch etwas Besseres gäbe als das, was Gott gibt, und das Ganze dann in, dass es zur Sünde führt. Und genau das passiert. Gott hatte ihnen die Möglichkeit, sich gegen ihn zu entscheiden, gegeben. In Kapitel 2, Vers 16 und 17, und der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Du kannst wählen zwischen Leben und Tod, wie es dann später auch in 5. Mose 30 uns vorgelegt wird, der Tod, das Leben und der Tod. Und wir kennen die Geschichte nur allzu gut. Wir wissen ganz genau, dass Adam und Eva sündigten, unter anderem deswegen, weil Satan durch die Schlange der Eva Folgendes einredete in Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Mit anderen Worten, da gibt es etwas Gutes für euch, von dem Gott weiß, dass es gut für euch wäre angeblich, aber ihr wisst offensichtlich nichts davon, deswegen muss ich euch ja davon etwas sagen, sodass dieser Gedanke in Evas Kopf hineinkam: Es könnte etwas geben, was gut für mich ist, was Gott mir nicht gesagt hat. Demzufolge ist Gott vielleicht gut, aber nicht der Beste. Deswegen hat er vielleicht nicht das Beste für mich im Sinn. Und deswegen, so ist die logische Schlussfolgerung dann, muss ich mich selbst darum bemühen, selbst das in die Hand nehmen, selbst danach greifen. Und so hat der Satan nicht nur sich selbst verführt, sondern auch die Menschen. Und jeder Einzelne von uns, du und ich, wir alle wissen, dass er in unserem Leben zu oft auch genau aufgrund dieser Überlegung Erfolg gehabt hat. Aber Gott hat nicht aufgegeben. Gott hat das Evangelium den Menschen erklärt, schon dort in 1. Mose 3. Und dann auf jeder weiteren Seite wird dieser Plan der Erlösung entfaltet. Und in 1. Mose 12 finden wir dann den Ruf des Abraham, der Jahrhunderte später von Gott berufen wird, um dieses Evangelium, das von Generation zu Generation in der Heilslinie weitergetragen worden ist, das zum ersten Mal in 1. Mose 3, Vers 15 dem Adam und der Eva verkündigt worden ist, natürlich auch dem Satan, der davon aber nicht mehr profitieren konnte natürlich. Dieses Evangelium sollte jetzt der Abraham neu in die Welt hinaustragen. Wir lesen in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und die Bibel macht deutlich in Galater Kapitel 3 und dort Vers 8 und 9, in Galater Kapitel 3 und dort Vers 8 und 9. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt: In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und diese Botschaft des Evangeliums, die Abraham den Menschen damals in seiner Zeit, auch in den Umständen, in denen sie lebten, nahebringen sollten, diese Botschaft war verbunden mit der Idee des gelobten Landes. In 1. Mose 12 und dort Vers 6 und 7 heißt es: Und Abraham durchzog das Land, als er zum ersten Mal in Kanaan dann ist, bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Das war eine Enttäuschung für ihn, dass das Land, in das Gott ihn führt, schon besetzt ist. Aber dann heißt es in Vers 7: Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Die Verheißung des Evangeliums und die Verheißung des gelobten Landes waren hier für
Abraham von Anfang an eng miteinander verknüpft. Und in 5. Mose wird es oft darum gehen, das gelobte Land zu erreichen, das gelobte Land einzunehmen, die Riesen zu besiegen, über den Jordan hinüberzugehen, die Lektionen zu lernen, warum die erste Generation es nicht schaffen konnte. Und all das ist dort engstens verwoben, aufs engste verwoben mit dem Evangelium, weil das hier schon seit Abraham eine ganz enge Verbindung ist, das Land Kanaan und seine Einnahme, und wird zum Symbol auch für die ewige Heimat der neuen Erde, das himmlische Kanaan sozusagen. Wir wollen noch kurz zu 2. Mose gehen. In 2. Mose 19 finden wir die Geschichte, die dann auch in 5. Mose von verschiedenen Seiten beleuchtet wird, nämlich das, was am Sinai passiert ist, als Gott das Volk Israel, als es dann groß und mächtig geworden war, aus Ägypten herausgeführt hat durch mächtige Zeichen und Wunder, durch einen ausgestreckten Arm, durch seine Kraft und durch das Blut des Lammes, letztlich ja in der 10. Plage, angeführt von Mose und Aaron, kommen sie zum Berg Horeb, zum Sinai. Und dort lesen wir in 2. Mose 19, Vers 4 bis 6, was Gott eigentlich vorhat mit diesem Volk Israel, das uns dann ja in 5. Mose auch so sehr beschäftigen wird. Dort heißt es in 2. Mose 19, Vers 4 bis 6, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, sagt Gott, und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Sie sollten ein Königreich von Priestern sein. Mit anderen Worten, sie sollten ein geistliches Königreich sein. Sollte nicht ein Königreich wie alle anderen sein, sondern ein geistliches Reich. Ein geistliches Königreich. Als ich mich vor 7 Jahren versucht habe, in 5. Mose hineinzuarbeiten, da habe ich auch ein wenig nach Sekundärliteratur geschaut. Das ist eigentlich meistens weniger ergiebig als oder ich kann jedem erstmal nur raten, immer die Bibel selbst zu studieren und auch den Geist der Weisung dazu zu nehmen. Aber manchmal ist es interessant, auch mal zu schauen, was haben andere geschrieben. Und ich war erstaunt, wie wenig es gibt in unseren Reihen über 5. Mose. Und habe dann mal ein bisschen weitergeschaut und habe dann interessanterweise bei einem evangelikalen Autor folgenden Gedanken gefunden. Den fand ich sehr bemerkenswert, denn ich hatte mich die Frage gestellt, ein evangelikaler Autor wird vielleicht mit 5. Mose nicht so viel anfangen können, weil da geht es so viel um das Gesetz, aber weit gefehlt. Dieser Autor schrieb, mit meinen Worten jetzt paraphrasiert, ich habe das genau den Wortlaut nicht mehr vor Augen, aber er beschrieb ungefähr, dass 5. Mose das geistlichste Buch im Alten Testament sei. Nun, das ist vielleicht etwas zu weit, geht vielleicht zu weit, wenn man jetzt die Bücher des Alten Testamentes gegeneinander abwiegen wollte, aber es hat zumindest Folgendes deutlich gemacht: dieses Buch 5. Mose hat einen enorm geistlichen Zugang, eine enorm geistliche Kraft, und weit davon entfernt, einfach nur eine Wiederholung von den 10 Geboten zu sein, steckt da eine ganz tiefe geistliche Kraft, die für das Volk Israel von großer Bedeutung gewesen ist und ganz wichtig war für die Erfüllung dieses Planes, dass sie ein geistliches Volk sein sollten. Auch wir sollen ja ein geistliches Königreich sein. In 1. Petrus 2 wird ja deutlich, dass das, was hier für das Volk Israel im Alten Testament galt, auch für uns gilt. Und so deswegen auch das Buch 5. Mose mit seiner besonderen Bedeutung für das Volk Israel auch eine besondere Bedeutung für uns als Christen heute, als Adventisten in der Endzeit haben sollte. Und hat in 1. Petrus Kapitel 2 und dort Vers 9. Dort heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Die Geschichten aus 2. Mose und 5. Mose sind auch ein Typus für unsere Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dazu gleich noch mehr, dass wir uns mit 5. Mose beschäftigen. Es gab eine Zeit in der Geschichte Israels, als dieses Buch wieder in den Fokus rückte, nachdem es über einen langen Zeitraum vergessen gewesen ist. Wir können die Geschichte kurz nachvollziehen. In 2. Chronik 34, zur Zeit von König Josia, einem der letzten Könige
im Südreich Juda. Das Nordreich war schon verloren gegangen. Und König Josia ist ein junger König und er möchte das Beste tun und er fängt an mit Reformen. Und er möchte auch, dass der Tempel Gottes wieder ausgebessert wird, nachdem er unter seinem Großvater Manasse es schlimmen Götzendienst gegeben hat. Und obwohl der sich dann gegen Ende seines Lebens bekehrt hat, auch sein Vater, also Josias Vater Amon, genauso schlimm weitergemacht hat. Und als man im Tempel dort wieder baut und wieder herstellt, kommt es zu folgender Szene in 2. Chronik 34, Abvers 14. Als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Und man geht allgemein davon aus, dass hier ein Teil des 5. Buches Moses, offensichtlich ein Teil des Bundesbuches ganz am Ende von 5. Mose, also dieser Bund in Moab wahrscheinlich, gefunden worden ist. Das wird noch sehr spannend werden, diesen Bund in Moab dort zu studieren. Da ergriff Hilkia das Wort und sprach zu Schafan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schafan das Buch. Lieber Freund, liebe Freundin, ich würde mir so wünschen, dass im Jahre 2021 es irgendwo gesagt wird, in irgendeiner Familie, in irgendeiner Gemeinde, in unseren Reihen: Wir haben das Buch 5. Mose wiederentdeckt. Wir wussten gar nicht, dass es so toll ist. Wir wussten gar nicht, dass so ein Schatz hier mitten in unserer Bibel ist. Wir haben es wiederentdeckt. Das heißt weiter, in Vers 18 und 19, dann berichtete Schafan, der Schreiber, dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben und Schafan las daraus dem König vor. Ich wünsche mir, dass im Jahre 2021 einer dem Nächsten erzählt von dem, was er in 5. Mose gelesen hat. Dass wir es nicht nur für uns behalten, sondern dass wir das, was wir studiert haben, in unserer persönlichen Morgenandacht, was wir vielleicht auch hier in solchen Formaten gelernt haben, weitergeben in unseren Sabbatschulkreisen, weitergeben in unseren Hauskreisen, unseren Gemeinden, unserem Freundeskreis, dass wir das Buch 5. Mose davon erzählen. Vers 19, und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Lieber Freund, liebe Freundin, ich wünsche mir im Jahre 2021, dass Menschen ihre Herzen zerreißen, wenn sie lesen, was 5. Mose zu sagen hat. Dass echte Erweckung, Reformation geschieht, dass unsere Herzen angesprochen werden durch den Heiligen Geist. Vers 20, und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schafans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die Übriggebliebenen in Israel und Juda wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der über uns ausgegossen ist, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht befolgt haben, dass sie alles getan hätten, was in diesem Buch geschrieben steht. Lieber Freund, liebe Freunde, ein Studium von 5. Mose wird nicht offenbaren, dass alles gut ist. Es wird nicht offenbaren, dass wir einfach so weitermachen sollten wie bisher. Es wird offenbaren, dass wir in Sünde gefallen sind. Es wird offenbaren, dass wir umkehren müssen. Es wird offenbaren, dass wir in unserem Gottesdienst, in unserem persönlichen Leben, in unseren Gewohnheiten Änderungen vornehmen müssen, weil Gott sich etwas anderes wünscht. Es wird zu echter Sündenerkenntnis führen und zu einer echten Buße. Und deswegen ist mein größter Wunsch, dass wir nicht nur ein Video anschauen, sondern dass wir selbst uns mit dem Buch 5. Mose beschäftigen, dass es unsere Herzen erreicht. Vers 22, da ging Hilkia mit den anderen, die vom König gesandt waren, zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tokhats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider, die in Jerusalem im zweiten Stadtteil wohnte, und sie redeten demgemäß mit ihr. Ein Studium von 5. Mose führte damals dazu, dass man zum Geist der Weissagung sich wandte, zur Prophetin. Und ich kann euch versprechen, liebe Freunde, wenn wir 5. Mose in den nächsten Wochen und Monaten studieren, dann wird es uns zum Geist der Weissagung treiben, zur Prophetin für unsere Zeit. In Vers 27 lesen wir, was die Hulda, die Prophetin, dem Josia sagt, Vers 26, zu dem König von Juda, aber der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest. Ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Das Buch 5. Mose handelt von der Endzeit. Und jeder, der es wirklich gründlich studiert, wird das merken. Und die Endzeit wird mit vielen dramatischen Ereignissen passieren. Aber jeder, der sein Herz demütigt, dessen Herz weich geworden ist, auf den wird Gott schauen, den wird Gott retten. Und den wird Gott bewahren, auch in der größten Krise.
Und als Folge dessen lesen wir in Vers 33, und Josia schaffte alle Gräuel weg aus allen Ländern der Kinder Israels und verpflichtete alle, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Solange er lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Das Buch 5. Mose führt zur Entfernung von Götzen. Und wenn wir 5. Mose studieren, persönlich für uns, wird es dazu führen, dass wir Götzen aus unserem Leben entfernen, ganz egal welcher Art sie sind. Und dann lesen wir in Vers 1 von Kapitel 35. Und Josia hielt dem Herrn ein Passa in Jerusalem, und sie schächteten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Das Passa wird wieder eingeführt. Wir lesen in Vers 18. Es war aber kein derartiges Passa in Israel gefeiert worden seit der Zeit des Propheten Samuel über Jahrhunderte hinweg. Und keiner der Könige von Israel, nicht einmal David, nicht Salomo, kein anderer, nicht einmal Hiskia in der Form, hatte ein solches Passa veranstaltet, wie Josia es hielt mit den Priestern und Leviten und mit ganz Juda und mit allen, die von Israel anwesend waren, auch mit den Einwohnern von Jerusalem. Unter Josia, durch den Einfluss von 5. Mose, wird das Evangelium, das durch das Passa ja ausgedrückt wird, in einer solchen Reinstform wiederhergestellt, wie es seit Jahrhunderten nicht praktiziert und bekannt gewesen ist, nicht praktiziert worden ist in Israel. Wenn wir 5. Mose studieren, werden wir das Evangelium besser verstehen. Und zwar so gut, wie es vielleicht seit Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht verstanden worden ist. Das ist meine feste Überzeugung. Und alles, was wir tun müssen, ist es zu tun. Wir müssen 5. Mose lesen und Gottes Geist bitten, uns zu lehren. Und er wird genau das Gleiche tun, was er damals getan hat, auch in unserem Leben. Denn Gott ist immer noch derselbe. Jahrhunderte später ist Jesus Christus in der Wüste für dich und für mich. Und er leidet dort. Er ist 40 Tage lang ohne Essen. Und die Bibel sagt, der Satan verführt ihn. Und in Vers 4, in Matthäus 4, Vers 3 heißt es, und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Aber Jesus besiegt den Satan in der Wüste. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Es ist aus 5. Mose Kapitel 8 zitiert. Die Versuchung des Satan ist besiegt. Wir lesen weiter in Vers 5. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Und wieder besiegt Jesus den Satan. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 5. Mose, Kapitel 6. Und dann, ab Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aus 5. Mose, Kapitel 6, zitiert. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Möchtest du Sieg über den Satan erleben? Möchtest du Sieg über Versuchung erleben? Lass es uns doch so tun, wie Jesus es getan hat. Jesus hat im Vertrauen auf Gottes Kraft sich auf 5. Mose berufen, ein Buch, das er offensichtlich sehr gut kannte, das er sogar auswendig zitieren konnte, in der größten Not. Selbst als er körperlich so geschwächt war, war 5. Mose ihm so präsent, dass er es dem Satan ins Angesicht sagen konnte. Wir sollten 5. Mose besser kennen und wir würden, so bin ich fest überzeugt, mehr Siege über den Satan und über Versuchung erringen in unserem Leben. Ist das nicht das, was wir uns wünschen? Lasst uns 5. Mose studieren. Einmal ist Jesus gefragt worden in 5. Mose, in Matthäus, in Matthäus Kapitel 22, Kapitel 21. 22, Verzeihung, Matthäus 22. Jemand fragt ihn in Vers 36, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Mit anderen Worten, was ist die wichtigste Stelle im gesamten Alten Testament oder insbesondere in den 5 Büchern Mose? Und Jesus sagt, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Jesus sagt, die wichtigste Stelle, die sich im Alten Testament findet, das größte Gebot überhaupt, finden sich in 5. Mose. Und zwar genau dort, wo wir gesehen haben, wo das Herz Gottes schlägt, wo das Glaubensbekenntnis Israel gewesen ist. Und dann heißt es weiter, nachdem er auch noch, das zweite ist ihm vergleichbar in Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das kommt aus 3. Mose. Und dann sagt er, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten, das ganze Alte Testament wird erst verständlich, richtig, wenn man 5. Mose Kapitel 6, Vers 4, 5, 6 folgende, dieses größte Gebot verstanden hat. Mit anderen Worten, 5. Mose ist ein Schlüssel. 5. Mose ist ein Schlüssel zum Verständnis der Bibel. So wie Jesus
die Bibel verstanden hat. In Römer Kapitel 10 ist Paulus dabei, Gerechtigkeit aus dem Gesetz mit Gerechtigkeit aus dem Glauben zu vergleichen. Er sagt in Römer 10 und dort ab Vers 5, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das ist 3. Mose. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Und jetzt zitiert er interessanterweise wieder Mose, und zwar aus 5. Mose. Er sagt hier in dieser Stelle in 5. Mose, und zwar aus 5. Mose 30, wir haben sie schon angeschaut. Dort finden wir Gerechtigkeit aus Glauben. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Das ist eine Ausdeutung, das werden wir vielleicht dann an entsprechender Stelle noch genauer verstehen, wie er jetzt hier 5. Mose 30 anwendet. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt er, zitiert er wörtlich, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist 5. Mose 30, Vers 14. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Paulus sagt im Römerbrief, wenn ihr genau wissen wollt, was ich eigentlich hier in meinem Römerbrief euch erklären möchte, schaut zu 5. Mose 30, das Evangelium, das hier im Römerbrief so systematisch aufgeschrieben wird, ist das, was in 5. Mose 30 uns präsentiert wird. Das Evangelium, die Gerechtigkeit durch den Glauben. Und ist nicht Gerechtigkeit durch den Glauben das Thema, das alle anderen Themen überstrahlt, das Thema, das für die 3. Engelsbotschaft von größter Bedeutung ist, das Thema, das uns vorbereitet auf den Himmel, so wie 5. Mose die Israeliten vorbereitet hat auf das gelobte Land. Denn ist es nicht so? Die erste Generation ging in der Wüste verloren. Sie hatten die Stimme Gottes gehört. Sie hatten Wunder über Wunder gesehen, wie kein Volk zuvor und danach gesehen hat. Aber als die Israeliten die Predigtreihe 5. Mose hörten, ging die nächste Generation, die vorher genauso auch oft abgefallen war, zumindest böse Dinge getan hat, Baal Peor zum Beispiel, kurz zuvor. Als sie 5. Mose gehört haben, gingen sie in das Land Kanaan hinein. Und im Buch Josua sehen wir sehr viel mehr Siege als Niederlagen. Das Buch 5. Mose hat eine komplette Generation verändert. Es wird in dieser Zeit eine komplette Generation verändern. In Nehemia, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Nehemia in Persien hört, dass der Aufbau der Stadt Jerusalem nach Jahrzehnten immer noch weitestgehend brach liegt. Ein Werk, das schon längst hätte fertig sein sollen, liegt immer noch brach, halb fertig. Und Nehemia ist verzweifelt und er betet. Und als er die Sache durchdenkt, zitiert er eine Verheißung, die er für sich und das Werk Gottes in Anspruch nimmt. Nämlich, ihr könnt dreimal raten, nein, ihr wisst es jetzt schon, oder? In Jeremia 1, Vers 8 und 9 zitiert er aus 5. Mose: Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen, kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende des Himmels verstoßen werden, so würde ich sie doch bringen, den doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen. Er zitiert 5. Mose 4 und 5. Mose 30 zusammen, und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Und jetzt kommt's: Dieser Nehemia, als er sich auf 5. Mose beruft, gibt Gott eine Gelegenheit. Und das Werk Gottes, das jahrzehntelang vor sich hin darbte und kaum Fortschritte machte, wird in wenigen Wochen vollendet. Ich glaube, ihr merkt, was für ein Schlüssel in der Hand des Glaubens das Buch 5. Mose ist. Im Sendemanuskript haben wir noch einige Details über die ersten drei Verse, ein paar Hintergrundinformationen, die euch zeigen, dass dieses Buch 5. Mose, ihr könnt das dann nochmal selbst studieren und nachvollziehen, dass dieses Buch 5. Mose eine Kernfrage behandelt, nämlich die: Warum dauert eine Reise, die in Gottes Plan knapp 2 Jahre hätte dauern sollen, oder weniger als 2 Jahre, 1,5 Jahre hätte dauern sollen, warum dauert die 40 Jahre? Und damit wird dieses Buch zu einem der aktuellsten Bücher, das wir im Jahre 2021 studieren können. Warum sind wir immer noch in der Wüste dieser Welt, wenn uns gesagt worden ist, dass Jesus schon vor über 100 Jahren hätte wiederkommen können? Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen
Und es gibt keinen besseren Spiegel als 5. Mose. Und dieser Spiegel zeigt uns nicht nur, so wie den Israeliten nicht nur gezeigt hat, warum sie immer noch in der Wüste sind, sondern auch, wie sie das Land Kanaan erobern können, was in ihrem Herzen geschehen muss, damit Gott so für sie kämpfen kann, wie es tun möchte. Und so zeigt das Buch 5. Mose uns nicht nur, warum wir noch in dieser Welt sind, es zeigt uns auch, was in meinem und in deinem Herzen geschehen muss, damit Gott so durch uns wirken kann und so für uns kämpfen kann, damit wir das himmlische Kanaan erreichen. Kann es eine gegenwärtigere Wahrheit geben als das Buch 5. Mose? Lieber Freund, liebe Freundin, mein Aufruf heute ist simpel, aber wirklich, er kommt so tief von der tiefsten Kammer meines Herzens, soweit ich das ergründen kann. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Bitte, egal was sonst in deinem Leben passiert, schneide irgendetwas anderes aus deinem Alltag heraus, aber nimm dir Zeit. Und wenn es jeden Tag nur 10 Minuten sind oder 15 Minuten, dann nimm dir Zeit, jeden Tag in den kommenden 3 Monaten im Buch 5. Mose zu lesen. Mach dir Gedanken, schreib Dinge auf, sage, Herr, sprich zu mir. Tu das. Ist das dein Wunsch, 5. Mose besser kennenzulernen, das Buch, das Jesus liebte? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du das Buch 5. Mose in unsere Hand gegeben hast. Ein Buch, das eine so große Rolle gespielt hat an so vielen Momenten in der Heilsgeschichte, das offensichtlich für uns in dieser Zeit, in der wir leben, gegenwärtigste Wahrheit überhaupt ist. Herr, vergib uns, dass wir es bisher ziemlich vernachlässigt haben. Persönlich, als Familie, als Gemeinde, weltweit. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen um diese Erweckung, die das Buch 5. Mose bringt. Ich bitte dich darum, dass dein Heiliger Geist möglichst viele der Zuschauer und derer, mit denen sie dann reden werden, die das Video weiterleiten werden, die sie einladen werden zum Studium, dass möglichst viele diese Entscheidung fällen, 5. Mose für sich persönlich zu studieren, mit dir alleine als ihrem Lehrer. Herr, das möchte ich dich von ganzem Herzen bitten, dass du mir und jedem von uns neues Licht zeigst in diesem Buch, das uns hilft, das, was du uns als Wahrheit gezeigt hast, mit neuen Augen zu sehen, mit frischen Augen. Vor allem aber, dass wir nicht einfach nur Wahrheit besser verstehen, sondern dass wir dich lieben lernen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das, was du dir so sehr wünschst, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gott segne eure Entscheidung. Nächste Woche werden wir hier weiter studieren, wir werden weitere Sprecher haben, die mit euch gemeinsam in das Buch 5. Mose eintauchen. Es wird weitere Möglichkeiten geben und Programme, dieses Buch besser kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich euch Gottes reichen Segen und viel Freude im Studium von 5. Mose. Gott mit euch. Amen.